Hier ist Ranja und wir spielen heute Diversity, beziehungsweise wir werden jetzt ein paar Folgen lang Diversity spielen, weil das ist ein größeres Projekt und da gibt es wohl mehr zu tun als nur bei einer normalen Adventure-Map. Falls meine Stimme noch sehr, sehr merkwürdig klingt, das tut mir leid, ich bin krank. Deswegen, ja, sorry dafür, aber ich hoffe, man kann trotzdem damit leben. Es ist immerhin stinke ich nicht, genau, das ist auch wichtig. Also ja, ich hoffe, das ist nicht so tragisch. Tupf, geh rein in die Mitte. Tops, komm, wollen wir dich kurz einmal backen? Geh mal da rein, Tops, vielleicht passiert dann was. Oh, Tops, das wäre doch lustig. Ich glaube, das ist der Start, oder? Von der Map? Genau. Oh, das ist nicht der Start von der Map, schade. Nee, jetzt pinkelt Flo da rein und dann müssen die ganzen Leute das essen. Okay, hat irgendjemand von euch eine grobe Ahnung, was wir machen müssen? Ja, wir müssen 15 Wolle finden. Wir müssen 15 Wolle, hier irgendwo in der Nähe. Ich schmeiß die Wolle in den Feuer rein, ja? Was hast du gesucht? So. Was hast du geholt? Achso, du hast einen flinken Stil, oder wie? Ich kann Tops so nicht anzünden. Hier sind Sachen drin. Ja, cool. Warte mal, ich... Ich habe jetzt einfach mal Tops. Die ganzen Sachen genommen, ja? Nein, die Kiste ist gelockt. Achso, okay. Ich komm mal mit rein. Ja, komm mal mit. Ich mag nicht. Warte, egal, wir suchen jetzt Wolle, korrekt? Ja. Richtig. Ronja. Warte, hier kommt man nicht raus. Man wird geportet. Wirklich? Wenn man irgendwo hingeht, wo man nicht hin soll. Nein, ich hatte dich komm, ich glaube, ich hast du mich geangelt? Ich gefunden. Hier. Was ist jetzt? Wir müssen da lang. Ich hab einen Kompass. Oh ja, ich glaube, danke für den Tipp. Ich glaube, das hilft jetzt beim Verständnis für die Map. Tops hat einen Kompass. Tops, auf mich zu angeln. Nein, hier ist ein Haus. Hier ist ein Weg, ja, wir folgen dem Weg erstmal. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Schritt. Wichtig! F3 plus A fixed Framerate Issues. Ah, oh, guck mal, drück mir mal F3.A. Mal gucken, ob irgendwas hilft. Jetzt stürzt Ronja ihr PC ab. Jetzt stürzt sich ab. Okay, hat jetzt nichts verändert. Ich hab Tops an der Angel. Ich hab Flo an der Angel. Das ist schön. Ich freue mich, dass ihr so schön angelt. So, also wir gehen jetzt erstmal in dieses Haus hier vorne rein. Ich hab einen richtig dicken Fisch geangelt. Ihr seid euch geklaut. Okay, es werden wahrscheinlich eher mehr Folgen, wenn wir so weitermachen. Ja. Warte, okay. Warte, hier sind verschiedene Blöcke in verschiedenen Farben. Adorable. Ha! Hier ist eine Kuh mit Hörnchen und einer Tür. Ja, Leute, wann geht denn das? Die Flintstones. Die Bilder. Oh, guck mal, hier fällt ein Schafbaby mit einer Axt. So ein Baum. Das finde ich ja cute. Guck mal, wie niedlich. Der hat irgendwo auf der Map das alles gebaut und das ist eine Karte. Aha. Okay, komm mal, hier liegt ein Schwert. Gehen wir mal hoch. Nice, lass mal hochgehen. Okay, wir suchen jetzt irgendwo irgendwas. Das ist immer gut, wenn man das weiß. Ich bin im Bad, erstmal duschen. Tschüssi. Gefunden! Alter, das ist für ein riesen Bad. Das ist halt... Oha, schau mal, im Spiegel sieht man uns. Guck mal, wie fancy diese Blöcke hier aussehen. Oh, lol. Oha. Nice. Hä? Ja, bei mir ist es, ich bin ein Zombie. Ja, ich bin ein Skelett. Hier sind so richtig fancy Blöcke an der Wand. Das sieht voll hübsch aus. Ich geh jetzt mal hoch. Wir müssen irgendwo was finden. Ja. Einen Raum oder irgendwas. Okay. Genau, wir müssen irgendwas finden. Wir finden einen geheimen Raum. Und, Hier ist ein Computer! Hier ist ein Computer, wo man Diversity 2 spielen kann. Aber das ist Diversity 3. Wir spielen Diversity 3, okay? Ich hab 1 und 2 gespielt, Ronja. Ich hab 1 und 2 nicht gespielt. Also ist das schon mal gut. Habt ihr Diversity 3 gespielt? Ich hab gar nicht. 1 und 2, aber das kam vor 5 oder 6 Jahren raus. Das war damals, wo ich noch schüchtern war. Oh, das ist voll cute. Wo du noch schüchtern warst. Wo ich noch kein Bart hatte. Du hast kein Bart. Ronja hat jetzt auch noch kein Bart, aber das kommt ja noch. Das kommt noch. Ja, ich bin jetzt endlich im Stimmbruch. Ich freue mich riesig. Vielleicht kommt endlich mein Bart. Man kann nur träumen, ne? Warte, hier liegt was. Hier liegt Concepts. Finished. Concepts. Giants Pro Store, TV Remote, Panhard. Ey, findest du irgendwo hier irgendwas, Tops? Hier ist eine Hebel. Ich habe jetzt mal gehebelt. Du musst irgendwo irgendwas finden. Ach echt, Flo? Das ist das Einzige, was Flo sagt. Leute, wir müssen irgendwo irgendwas finden. Wir wissen nicht was, vielleicht einen Raum, vielleicht was anderes. Ich glaube, wir müssen Geheimraum. Ich habe einen Geheimraum gefunden. Wo? Wo denn? Ich muss wieder runterkommen. Komm runter. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Ich wünschte, meine Stimme wäre normal. Das hört sich richtig Cancer an in meinen Augen. Ja, da bei dem, wo wir reingegangen sind. Du bist so ein Idiot. Ey, komm Flo, hier, da ist ein Geheimraum. Wo ist Ronja? Ich bin da. Guck hier, weil das Lustige ist, warte. Okay. Oh, hier beginnt's. Okay. Oh, okay. Waren wir vorher einfach nur in der Luke? Das ist, glaube ich, der Raum, den wir brauchen. Warte, kann man wir hier... Wir brauchen jede Wolle. Warte. Kann man Luba nach oben schießen? Weiß ich nicht. Guck mal, hier fällt irgendwo ein Block runter. Damit kannst du die Wolle hochschießen, verstehst du? Aber hier fällt was runter.
Ja. Wir müssen die Wolle hier irgendwie reintun. Hier ist eine Kiste. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Hier steht... Hier ist sowas. Reminder. Hey, was zur Hölle? Guck mal hier. Hier kann man das drehen. Das sind die alle Mapmaker. Nein, Flo. Hier steht, der Code ist der Name vom Macher von Diversity. Als Erinnerung. Und hier steht... Q-Magnet. Steht das dabei? Zur Hölle, was ist das? Hier steht, tot den Cheatern. Das ist natürlich nett. Das ist so ein Redstone-Raum. Es erinnert mich übel. Zum Glück sind wir keine Cheater. Was ist das für ein Ding? Ich habe so viele Fragen. Hallo? Ach lol, das ist eine Anspielung für alle anderen Maps, die Typen gebaut haben. Okay. Wir müssen irgendwas machen. Du hast wirklich immer die Value-Hinweise, Flo. Wir müssen hier was machen. Ach nee. Ja, wir müssen jetzt wirklich was Warte, machen. Warte, wenn wir jetzt das hier aktivieren. Ich habe jetzt das hier aktiviert, okay? Hey, Leute. Tobias! Wir müssen hier was machen. Halt den Rand! Was denn? Ja. Also ich habe jetzt hier ein Dings aktiviert, okay? Ich glaube, das ist schon mal gut. Der Code ist der Name vom Entwickler. Aber wo gib mir den Code an? Heißt der Jasper the End? Ist das der Entwickler? Nein. Der Magnet, der heißt Q-Magnet. Woher weißt du das? Weil ich schon zwei Maps von ihm gespielt habe. Okay. Guck mal, Ronja. Was? Jetzt ist Flo gefangen. Oh, ich weiß, wie es geht. Wir brauchen ein Papier irgendwoher. Okay. Oh, ganz am Anfang in den Kisten war, glaube ich, Papier. Wirklich? Ja, in dem Camp. Wir brauchen ein Papier. Also, Tops hat Papier in der Hand. Es gab eine andere Map. Tops hat mitgenommen, ja. Es gab eine andere Map, die hieß der Code. Da musstest du immer so einen Code eingeben. Und ich glaube, das musst du hier zum Starten machen. Okay. Wir sind noch nicht mal am Anfang, okay? Wir versuchen noch zu starten. Das ist der Flo, kommst du raus? Prozess. Du musst reinkommen. Ja, okay, wir gehen jetzt rein. Okay. Gib mir die. Warte mal, gib mir die Map. Die Dings. Tobias. Ja, ich hab aber. Da steht nur Papier gib drauf. Gib her. Da steht nur Papier drauf. Da steht nicht mehr drauf. Eigentlich jetzt gleich, wenn du weitermachst. Okay, guck. Wir machen ja, jetzt. Ey, ich hab's jetzt. Lass mich. Meine Maus. Oh. Okay. Checking. Geht das? Warte, ich hör was. Oh, kommen wir durch. Guck, ich hab den Namen richtig gehabt. Oh mein Gott. Okay. Also hast du es draufgeschrieben aufs Papier, oder wie? Ja, und dann reingeworfen. Okay, jetzt gehen wir hier durch den Dschungel. Durch die Höhle. Was ist aber das ist cool gemacht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist von den besten Maps. Ich habe irgendwo Ronja so reden zu hören, das ist richtig komisch. Es tut mir leid, ich kann es doch nicht ändern. Dass ich gestern die Tomaten-Oma gespielt habe, hat nicht geholfen. Du meinst, die Tomaten-Oma hat nicht gespielt. Richtig. Warte. Hier ist eine Höhle. Wir müssen was machen hier. Flo, wir müssen hier was machen? Alter. Sag bloß! Okay, pass auf. Ich glaube, jetzt sind wir. Alle oh, warte, hier ist irgendwas reingesuppt. Okay, und jetzt? Oh, lol, ich verstehe. Okay, warte, jetzt kommt das rein nach oben. Es geht weiter. Ist ein eigenes Level. Oh, okay. Wir können reingehen. Nicht reingehen, Tops. Noch nicht. Warte doch erst. Der Klassiker. Okay, so, ich sage. Wir fangen an mit Pink, okay? Oh, warte, jetzt wird's dunkel. Ich bin schon in Orange reingegangen. Gut gemacht, Tops. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, wir werden hochgeportet. Oha! Wir fangen jetzt an mit Orange, okay? Folge 1, Orange. Oh, Orange finde ich Horror. Oh. Gut gemacht, Tops. Warte, ist es Horror? Das ist Horror, oder? Na, okay, Fremder. Punkt. Okay, du kannst es auch vorlesen. Fremder. Du bist du weit hast weg, einen von weiten weg von zu Hause. Einen weiten weit weg. Aber ich fühle eine Verbindung. Mit dir. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Fühlst du es auch? Nein. Ich fühle es, Mr. Krabs. Dieser Ort ist. Frei übersetzt. Text not found. Das Monument muss beendet werden. Sehe ich so aus, wie jemand, der das machen will? Das Monument ist aber das Ding, das mit der Wolle. Okay, Nein. Wir müssen das Monument vollenden. Du musst die Wolle finden und sie in die Kiste bringen. Ja. Okay. Ist wichtig, Alter. Wir müssen alle finden und das die in die Kiste bringen. Das habe ich nice gemacht. Ah! Cool, Magnet Presents. Okay, jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen zu Diversity. Da 3, Folge 1. So, das war's dann auch schon mit dieser Folge Diversity. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Das Ganze ist jetzt erstmal nur das Intro gewesen, die Folge. Es kommt
jetzt noch ein bisschen mehr, weil es kommt ja natürlich logischerweise noch der ganze Content. Das werden wahrscheinlich insgesamt schätzungsweise so 20 bis 30 Folgen werden. Das kommt jetzt immer dreimal die Woche auf meinem Kanal. Also sonntags, dienstags und donnerstags. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann drückt die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Symbol. Und genau, kriegt eine Benachrichtigung, wenn immer ein neues Video hochkommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis morgen. Ciao!